Midlothian. Und da geht es wieder bunt zur Sache im Torraum. Und das wollten sie vermeiden. Der Mann, der die Flanke gegeben hat, aus der sich dann dieser Eckball entwickelte, vollendet selbst. Stephen Presley, einer der körperlich stärksten bei den Hearts, und der weiß sich durchzusetzen im Torraum. Schneider passte nicht richtig auf, Presley von hinten. Naismith und immer wieder der Blick zu James Sazer. Und der Ball ist drin. Wurde kurz protestiert. Dann der Blick vom Referee zu seinem Assistenten und ganz klar hinter der Linie geklärt. Vorne der lange James und dahinter versteckte sich Gordan Petric, der erfahrenste im Feld bei den Hearts. Der Jugoslawien und beinahe der Treffer für Schneider, den ihm, glaube ich, hier von den Deutschen zumindest jeder gegönnt hat, denn er und Bordeaux mit einer Klasseleistung hinten in der Verteidigung. Den hätte er geben können, so meine ich. Und der Schiedsrichterassistent zeigt es an, am Trikot. Und der Schiedsrichter nimmt Blickkontakt auf und zu Recht ändert er seine Entscheidung. Ändert von Abstoß auf Elfmeter. Er zieht am Trikot und er stand auf der Linie und wertet dies sogar als Notbremse. Und wir meinen von hier oben, wenn wir alles gesehen haben, es ist der Falsche. Pablo Thiam, völlige Verunsicherung auch beim Schiedsrichter, bei Monsieur Bruno Derrien, der sich jetzt nochmal rückversichern geht bei seinem Assistenten, bei Pascal Jalibert, ebenfalls ein Franzose. Und wir meinen, dass es Silvio Meissner war. Eine schwierige Situation auch für Thiam. Soll er seinen Kameraden anschwärzen, was soll er machen? Abgesehen davon, dass der Platzverweis schon schlimm genug ist. Und nochmal, zum dritten Mal, jetzt geht er zu seinem Assistenten. Also alles andere als eine souveräne Vorstellung hier. Zumindest fehlt die klare Absprache. Spätestens nach dem ersten Gespräch hätte alles klar sein müssen. Und er deutet es an, die zwei war es. Silvio Meissner, komm mal her. Auch hier eine Entscheidungsänderung. Nicht Thiam, sondern Silvio Meissner muss wohl das Feld verlassen. Also diese Entscheidung korrekt. Diese lange Konfusion hätte nicht sein müssen. Und aus dem Kamerablickwinkel denken wir, dass auch die Entscheidung des Strafstoßes berechtigt ist, denn die fand wohl auf der Linie statt. Die zählt nun mal zum 16er. Schwer zu sagen, man müsste eine Kamera vielleicht genau auf der Linie haben. Und wenn denn dieser Strafstoß hier von Colin Cameron verwandelt wird, dann entsteht eine völlig neue Situation. Und die Hearts urplötzlich wieder im Spiel zurück. Colin Cameron, noch nie in seinem Leben, sowohl in der Jugend als auch später bei den Profis, und hat ein paar Jahre auf dem Buckel, hat er einen Elfmeter verschossen und diese Serie hält. 3:2 für Heart of Midlothian durch Colin Cameron.